Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge des Retro-Sonntags, nachdem wir schon vor einigen Wochen Hard Gold Soul Silver Base Set geöffnet haben. Unten in Hard Gold Soul Silver Adventskalender öffnen wir heute Hard Gold Soul Silver Triumph. Eine wunderbare Erweiterung, die ich euch gerne näher bringen möchte. Wir haben, ich glaube, es müssten 13 Packs sein von diesem wunderbaren Set hier und wir können hier einige schöne Karten ziehen. Unter anderem Prime-Karten, Legenden-Karten, aber halt auch normale Holo-Karten, die einen guten Wert haben. Im letzten Hard Gold Soul Silver Opening hatten wir gut Glück. Von daher schaut da auch gerne vorbei. Ich verlinke es euch am Ende dieses Videos. Und hey, diese Booster gehen smooth auf. Schauen wir mal. Hard Gold Soul Silver Karten sind gerade, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Booster mir noch geholt habe, es kann sein, dass die jetzt inzwischen viel teurer sind, günstige Retro-Karten gewesen. Fand ich jetzt persönlich. Also ich habe für die Packs grob 10 Euro bezahlt, so 10, 12, 15 glaube ich um den Dreh. Und das ist für ein Retro-Pack, was inzwischen schon 10 Jahre alt ist, finde ich persönlich ein guter Wert. Gleichzeitig haben wir, wie gesagt, auch schöne unterschiedliche Karten dran, die wir ziehen können. Auch wunderbare Illustrationen. Ich meine, guckt euch allgemein diese Illustrationen an. Die sind wirklich einzigartig im Hard Gold Soul Silver Zyklus. Zur Putze hier. Sehr schön mit den Kirschblüten. Reverse haben wir einen Tragosso. Auf dem Reverse-Slot können die Prime-Karten sein, daher müssen wir da aufpassen. Und wir haben hier ein Illavoltag. Was hat es da denn? Ist das dieser... Ist es dieses Entwicklungs-Item? Ich glaube schon. Hot. Cool. Sehr, sehr spannend. Der sieht doch sehr, sehr breit aus hier. Mark B haben wir hier noch. Incognito. Und der Schwarzgurt, der sich etwas Ruhe gönnt unter dem Wasserfall. Sehr schön, sehr schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was euer Lieblingsspiel ist, aber gerade wenn wir hier vom Retro-Sonntag sprechen, also wo wir halt ältere Packs öffnen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die zweite Generation von Pokémon sehr, 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 sehr stark finde und dass ich die Remakes Hard Gold Soul Silver mit als die besten Remakes überhaupt hinstelle. Warum? Nun, die Grafik ist super, die Story ist cool, du hast viel zu entdecken. Gleichzeitig ist das Spiel gut gealtert, finde ich. Pokémon konnten hinterherlaufen. Es hatte einfach alles. Ich fand Hard Gold Soul Silver war das perfekte Remake. Ach du Heilige, ein wunderschönes Ponyta hier. Celebi! Sehr stark, mein Lieblings-Pokémon hier auf dem Reverse-Slot. Eventuell ist es sogar ein bisschen was wert. Ich glaube zwar nicht, aber mal schauen mal. Wir haben dahinter ein... Oh, eine Holo-Krypto-Karte. Sehr cool. Ein Schild auf den Bahamas oder so. Man sieht ganz, ganz bisschen, dass es Holo ist. Krypto auf den Bahamas. Sonnenuntergang, hawaiische Musik, Palmen. Krypto, da gehörst du eindeutig nicht hin. Du bist ein finsteres, dunkles Pokémon. Liebeskussgöttin. Das sieht eher danach aus. Also ich weiß nicht, warum das so tropisch ist. Hard Gold Soul Silver ist eher so nicht so ein tropisches Spiel, sag ich mal. Da ist eher Alola. Aber Alola gab es damals ja noch nicht. Von daher könnt mich auch gerne aufklären, falls ihr genau wissen solltet, warum da so ein paar tropische Karten dabei sind. So, nächstes Pack. Was hoffe ich denn zu ziehen? Wie ihr schon vielleicht sehen könnt, ist das so ein Sinnoh-Mix. Also man kann hier Palkia Dialga ziehen. In der Legendenform sogar. Dementsprechend wäre das sehr, sehr cool. Hier Anton mit dem Schrein sogar. Ich glaube, das ist der Schrein im Steineichenwald, dann haben wir Voltoball. Knofensa. Quiekel. Macholo Reverse. Cooles Artwork. Stollers Holo. Die zweite Holo-Karte hier. Sehr stark. Also zwei Holo-Karten schon mal. Mega. Sekundärschlag und Abwehrklaue. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich mag Stollers sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Stollers ist für mich so ein Pokémon. Bisschen underrated. Das ist so für mich fast so ein Despota. Ne, also fast so ein semi-legendäres. Oder pseudo-legendäres? Pseudo-legendäres heißt es, glaube ich. Kommt schon, Herz der Karten. Ich lasse euch mal die Karte als erstes sehen. Vielleicht ist es ja was Gutes. So, wir gehen mal so durch. Also ihr könnt es so als erstes sehen. Vielleicht ist ja was Nices dabei. Und jetzt gucke ich mir sie an. Eventuell haben wir ja was. Nidoran. Hoppala. Bronzelos Knete. Und was ich gefunden habe, diese Knet-Artworks. Die Knete, also die Pokémon werden echt geknetet. Das wird nicht per PC gemacht oder sonst was. Das ist mega cool. Voltoball. Tauburga. Wailord haben wir hier leider nur. Schade. Eine Bergenergie. Was ist eine Bergenergie? Dann haben wir noch den Farn da. Sehr geil mit einem Jungen hinten im Hintergrund.
erinnert mich so ein bisschen an Delta Species, weil da war Mew auch im Hintergrund bei mehreren Karten. Als weise Karte, Pionscora hier nicht zu vergessen. Aber wir schauen mal, ob wir hier eventuell auch Mew drin finden. Ich weiß nicht, ob es Mew in dieser Edition drin gibt. Ich habe mich da nicht so krass spoilern lassen tatsächlich bei Heart Gold zu Silver Triumph. Bei dem Base Set weiß ich, sehr schönes Nebulak. Maholo haben wir schon im Reverse. Blutzug. Elomise. Mamutl Reverse Holo. Sehr stark. Das ist eigentlich eine Holo-Karte, wie gesagt. Und dahinter. Surprise! Fan-Favorite, glaube ich, von allen. Tentoxa. Electek. Und nochmal der entspannte Schwarzgurt. Der entspannte Schwarzgurt. Machen wir weiter. Wisst ihr, ich hab einfach gerade gute Laune. Es ist Wochenende, ich darf dieses Video wahrscheinlich sogar am Samstag noch schneiden. Also, das Video ist recht fresh. Wirklich fresh. Und ich hoffe, dass wir eine Prime-Karte drin ziehen werden. Wir haben im letzten Mal nicht so viele Prime-Karten gehabt. Spoiler. Von daher hoffe ich mal, dass wir hier mindestens eine bekommen. Los, Carnivana. Leider nur im Blutzug wieder im Steinreichenwald. Und ein Groink. Tentoxa. Dragonair und Magma. Das sieht aber sehr schön aus. Auf den Dächern von Teak City. Komm schon, wir haben noch ein paar Packs auf jeden Fall da. Von daher, keine Panik over Titanic. Wir kriegen das noch hin. Und ziehen heute eine Prime-Karte. Wir haben Dratini, was ein bisschen alienartig aussieht. Griffel. Schuppe mit der Zunge. Knuffenser am Knuffenserturm. Elomise mit Volbeat. Und da ist sie doch! Die erste Prime-Karte! Oder ist es eine Prime-Karte? Doch, das ist eine Prime-Karte. Ich war gerade voll... Hä, ist das eine Level-X-Karte? Weil es sieht aus wie eine Level-X-Karte, finde ich tatsächlich. Magneson Prime. Mega schönes Artwork durch die ganzen Blitze und alles. Gefällt mir sehr, wirklich. Und dahinter... Magbrand. Okay. Ich glaube, wir brauchen mal eine Folie. Eine Folie für das gute Pokémon. Da haben wir sie. Eingehüllt, eingetütet, alles was dazugehört. 140 KP. Ich bin nicht der größte Fan von Magnezone. Aber das gefällt mir. Wir haben... Centering sieht sehr gut aus, finde ich persönlich. Wir haben hier so ein paar kleine weiße Stellen in der Ecke. Aber ansonsten, nice. Sehr cool. Beim Prime Card auch mal sehr iconic. Dieses Glänzen. Das hat jede Prime. Auch wie sich hier aus der Karte heraus... quetschend wirklich, also das Bild wird wirklich hier rausgeklappt. Ich find's fantastisch. Also Prime-Karten, sehr, sehr underrated. Solltet ihr, wenn ihr die habt, wirklich, geht damit gut um. Prime-Karten können, glaube ich, in der Zukunft sehr, sehr teuer werden. Und wir haben hier noch das Indigo-Plateau mit Celebi. Auch meinem Favorite. Okay. Da haben wir den ersten Hit. Beziehungsweise den ersten Ultra-Hit aus diesem Opening. Hoffen mal, dass noch einige folgen werden. Wie gesagt, eine Legendenkarte wäre sehr sweet. Und eine weitere Prime würde ich auch sehr bevorzugen. Magnetelo. Carnivana. Anton haben wir hier. Torhaido, was sehr, sehr blass aussieht, finde ich tatsächlich. Ultrigaria. Müllgreifer und ein Keifel. Sehr, sehr süß. Ein süßes Keifel-Artwork. Sieht man auch selten. Wir haben noch 4 Stück. Ich würde sagen, da wir noch ein paar von diesen Packs überhaben, von meinem letzten Opening, könnt ihr euch auch gerne angucken, wie gesagt. Ist auch auf YouTube verlinkt. Von der wunderbaren Edition hier. Vielleicht ziehen wir ein God-Pack oder sowas. Möglich ist es ja. Wir haben hier ein Hoplo. Öffnen wir auch noch ein paar, damit das Video nicht ganz so schnell vorbei ist. Wir haben Mauzi. Wir haben hier eine Farblos-Energie. Gaunox. Giovanni. Wir haben ein Motineva. Und ein Urgel haben wir hier noch. Und eine Rainbow Reverse. Dahinter! Okay, 4 Packs. Komm schon. Heart Gold zu Silver. Wir wollen die Legendenkarte sehen. Beschwören wir die Legende. Ich glaube, ich habe von diesen schon ein komplettes Display geöffnet von den Boostern. Aber Dratini Reverse. Nidoking Holo. Nice. Nochmal eine Holo-Karte hier. Mit einer dicken Holo-Swirl hier. Mit so einer Art Pfeil da sogar noch. Ich weiß nicht, ob ihr den Pfeil erkennen könnt. Da ist ein Pfeil zur Holo-Swirl. Sehr stark. Giftiges Horn, 140 KP, das gefällt mir. Dritte Holo-Karte des heutigen Openings, Kristall-Elektroball und das zerschmetternde Mashok. Also ich finde die Artworks wirklich genial, auch der Heart Gold Soul Silver, also auch der markante Rand dieser Karten ist
Einfach eine schöne Sache und ich weiß nicht, warum sie sowas nicht weiterhin gemacht haben bei Karten, wisst ihr? Also dieser schöne, ausgeblichene Rand, das kam ja nie wieder. Hier, da sehen wir es, ne? Das ist der normale Rand, der ist so gelblich und der hier ist halt wirklich schön ausgewaschen. Und das macht die Karten, finde ich, so besonders. Ich weiß nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr sowas gerne nochmal sehen. Wir haben einen Tentacha hier. Und eine Legendenkarte! Nice! Cresselia Darkrai als Legende. Oh boy, und wir haben sogar den Big Boy Darkrai. Und ich glaube, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich die Cresselia Unterhälfte in meinem Binder habe. Oh, Jungs und Mädels. Da brauche ich eine Penny Sleeve für. Oh mein Gott, ist das geil. Guckt euch doch den bösartigen Traumwächter an, ey. Das ist so eine schöne Illustration von Darkrai. Ist die geile. Holo auf der kompletten Karte. Dort. Also, hier Kratzer auf dieser Karte zu bekommen, ist einfach mega leicht. Deswegen müssen wir da echt aufpassen. Wir haben leider nicht so schöne Ecken, wie ich das sehe. Die Ecken haben überall so kleine weiße Ditcher. Also ganz, ganz leichte. Centering sieht sehr, sehr stabil aus. Oben, unten, links, rechts. Aber das Artwork, ey. Holy shit, schreibt da mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich finde das genial. So eine schöne Karte, die wir hier gezogen haben. Dahinter noch... Wo sind die letzten Karten hier? Die will ich euch nicht vorenthalten. Dragonier haben wir ja noch gezogen. Stöppiger Dratini wird zu diesem Dragonier, was wirklich gottartig leuchtet. verrückt. Okay, zwei Packs haben wir noch, wie es aussieht. Die machen wir auch noch auf. Aber dass wir eine Legendenkarte hier drin haben und eine Prime-Karte und drei Holo-Karten, das ist wirklich gut, ey. Das ist wirklich gut. Das sind auch die letzten Hard Gold zu Silver Packs, die ich gerade besitze. Dickter hier am Anstürmen. Oh, Stolunia mit den Kirschblüten. Sehr, sehr schön. Also danach werde ich erstmal keine mehr öffnen können. Auch wenn ich möchte. Elekid! Hier am... Keine Ahnung, haut hier die Leute kaputt, wie es aussieht. Machen wir weiter so. Stollrak hier passend zum Stalunia. Und Alpollo. Und wieder der Schwarzgurt, der sich entspannt. Okay. Wir haben noch ein Pack. Last Pack Magic. Lasst auf jeden Fall schon mal ein Däumchen und ein Abo da, Leute, falls ihr neu seid. Und wir schauen mal rein, was wir hier drin haben. In diesem letzten Pack. Noch ein Hit, das wäre gigantisch. Come on, gib uns noch einen Hit. Nidoran, weiblich. Spoink. Nebulak. Chopé. Stolunio. Oh, baby! Prime Absol! Saugeil, Alter. Die zweite Prime-Karte, die wir hier ziehen. Ach du Heilige, ist die geile. Guckt euch die dunkle Materie im Hintergrund an. Und, Alter, das blättert hier komplett weg. Mega starke Auge des Unheils und tückische Klaue. Nicht zu verwechseln mit der türkischen Klaue. Ich weiß, ich bin mega witzig. Saugeil. Mega schönes Artwork. Gefällt mir. Centering left to right. Super gut. Oben, unten, unten. Vielleicht ein bisschen dicker als oben. Dahinter haben wir ein Tohaido. Und wir haben Tauboga, Liebeskuss und Alpollo. Es sind nicht unbedingt die wertvollsten Karten. Diese Karten hier. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich diese Karten hier sehe... Auch gerade dieses Unlicht-Pokémon. Es sind fantastisch. Fantastische Karten einfach. Fantastische Karten. Das haben mich auch Leute in den Kommentaren geschrieben, wie man Legendenkarten spielt. Also ich denke schon, dass man da zwei braucht. Steht ja hier. Lege die Karte nur zusammen auf deine Bank und dann kannst du sie spielen. Alter Schwede, ey. Das war ein wunderbarer Retro-Sonntag. Wir haben viele schöne Artworks gesehen. Und wir hatten sogar Packluck. Ich würde sagen, das ist gigantisch, das ist toll. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch noch ein traumhaftes Wochenende. Macht's gut und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.